Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück hier bei Let's Play Amnesia Rebirth. In der letzten Folge sind wir hier in diesem Berg angekommen und jetzt müssen wir hier reingehen. Oh Gott, ich habe das Gefühl, jetzt geht's erst so langsam richtig los. Ich auch nicht, aber ich geize mit Streichhölzern rum und deswegen benutze ich sie jetzt auch nicht. Hier könnten wir eins benutzen. Das ist, glaube ich, okay. Oh, hier ist noch was. Anzünden, anzünden, anzünden. Noch irgendwas? Irgendwas? Was brennt? Anscheinend nicht. Okay. Es gibt drei Wege, I guess. Ich weiß nicht, von welchem ich jetzt kam. Von dem da, okay. Oder? Ja, doch. Oh Gott, rechts, links oder geradeaus. Wir fangen mit rechts an. Oh Gott, ich sehe halt wirklich gar nichts. Oh. Hier geht's, glaube ich, nicht weiter. Ich glaube, das war der falsche Weg. Dann würde ich jetzt einmal links lang gehen. Oh Gott, ich sehe wieder gar nichts. Aber ich geize wieder mit Streichhölzern rum. Ohne Lichtquelle ist die Angst erhöht. Ja, klasse. Sollten wir? Ja, komm. Einmal können wir uns gönnen. Oh, thank God. Da. Scheiße. Okay, da ist das nächste Ding. Ich muss das einmal kurz ausmachen. Beziehungsweise ich kann es gar nicht ausmachen. Juhu. Was ist das? Oh, das hätte ich anzünden können. Schlau. Hier ist der nächste Zettel, den schauen wir uns mal an. She's sleeping now. Maybe dreaming, curling and uncurling tiny fingers. I sit here, looking at her and I still can't believe this. How can I deserve it? Any of it. Okay. Oh no. Jetzt einfach mal in diesen Raum rein. Hallo. Ah, ich kann die anmachen, okay. Man kann keine Vasen mehr kaputt machen. Das enttäuscht mich so. Das war so das Lustigste im ganzen Spiel. Neue Streichhölzer immerhin. Wie viele haben wir jetzt? 4 von 10. Also wir haben theoretisch einfach nur welche verloren. Na, klasse. Können wir nicht so eine Kerze mitnehmen? Ich würde die einfach mitnehmen, ganz ehrlich. Normalerweise kann man das dann... Moment. Moment. Okay, allein, dass das möglich ist, heißt eigentlich schon nichts Gutes. Ich weiß nicht, hier mussten wir, glaube ich, lang. Moment. Oh Gott, mein Knie hat gejuckt. Ich sehe da hinten, glaube ich, ein Licht. A letter came from Hank Mitchell. He offers her work. A journey to French Sudan. I pray that she will take it. It is what she needs, what both of us need. To be away from these memories. And back in. Okay, ich habe jetzt einfach mal vorzeitig beendet. Hier war irgendwie so ein Viech da. Was ist das? Da auch. What was that? Oh, Jesus. Careful. Oh Gott, ich sehe schon wieder nichts. Ich glaube aber, ich muss hier einfach nur irgendwo reingehen. Okay. Das Gamma hat sich angepasst. Oh, Jesus, take the wheel. Die Augen müssen sich auch immer erst so ans Dunkle gewöhnen. Dementsprechend ist das eigentlich recht realistisch gemacht, muss man sagen. Oh, Jesus, take the wheel.
Irgendwie habe ich mit genau sowas gerechnet. Oh, wir stehen ja wieder. Hier scheinen auch schon andere Leute gewesen zu sein. Das sieht auch nicht so gesund aus, wenn ich ehrlich bin. Ja, da haben wir einen astreinen Absturz hingelegt. Was ist das? Lol, die Steine schweben hier einfach. Das ist ja crazy. Hey. How are you doing? Christ's name. How could I leave him? I know it makes sense everything he said, but it's such stupid fucking self-sacrificing bullshit. Listen. I know Selene and I know you. I know what you're capable of. He'll make it and you'll get back to him even if all hell stands in your way. Ist das crazy, ich sag's euch. Ach übrigens, mir fällt auch gerade auf, ich habe in der letzten Folge gesagt, die Steuerung ist genauso wie im Original. Mit Original meinte ich natürlich jetzt die anderen Teile. Fällt mir jetzt gerade noch so auf, ich habe das eben beim Schnitt gesehen und irgendwie hatte ich gerade das Bedürfnis, das nochmal zu korrigieren. Also ja, die Steuerung ist halt wirklich genau wie bei Amnesia The Dark Descent, wie bei Amnesia Justine und Machine for Pigs. Drücke eine Taste, um weiterzufahren, fortzufahren. Ich sehe eine Taste nicht. Oh Mann.
Okay, das können wir hiermit wegstecken und auch wieder rausholen. Crazy, ich lasse es jetzt erstmal an, um zu gucken, worauf es so reagiert. Nee, das zünde ich natürlich nicht an. Hallo? Hallo? Jetzt gerade ruckelt. Also es ist ein bisschen, obwohl es ist noch recht flüssig, aber es hat sich irgendwie ein bisschen so angefühlt, als wäre es ein bisschen ruckelig. Musste vielleicht auch erstmal laden. Okay, ich gehe erstmal woanders lang. Ist auch so ein Weg. Ich gehe erstmal nach oben. Nee, jetzt nicht. Okay. Ich glaube, den Weg müsste ich jetzt benutzen. Oh. What the fuck? Was sind das für lustige Pilze? Crazy. Ich weiß nicht, ob ich hinterher daran denke, das als Thumbnail zu benutzen. Wahrscheinlich eher nicht, aber... Crazy. Das sieht irgendwie schöner aus. Aber wahrscheinlich war auch genau das der Plan vom Spiel. Komme ich da durch? Das sieht so ein bisschen aus wie das, was wir beim Flugzeugabsturz aus dem Fenster gesehen haben. Ich glaube auch, das wäre eher so das bessere Thumbnail, to be honest. Oh Gott, was soll ich hier nur tun? Achso, ich kann das zur Seite schieben. Okay, tschüss. Tschüss, Felsen. Du auch. Und du auch. Tschüss. Steh mir mal nicht im Weg rum. Oh Gott, das muss ich eigentlich gar nicht bewegen. Gehen schon eher. Okay, hier sind wieder diese Pilze, die leuchten. Was ich aber irgendwie feiere, weil es voll praktisch. Ist lustig, es zeigt uns irgendwie, wo wir lang gehen sollen. Das ist wie so ein Kompass irgendwie, aber als Navi umgebaut. Wenn wir immer der Nadel folgen. Obwohl, er ist ziemlich auf dieses Sonnending ausgerichtet. Obwohl, er bewegt sich auch. Hui. Ich wollte gerade noch sagen, dass ich mir nicht sicher bin, ob das der richtige Weg ist. Naja. Ich würde sagen, jetzt habe ich keine Wahl, ne? Ich denke mal, der wird uns zu dieser Lady hier führen. Das da sieht schon wieder cool aus. Geh hier mal rein. Da liegt jemand. Oh Gott, kennen wir den? Who are you? Ich gebe auf, es gibt keinen Weg zurück, es gibt keinen Weg vorwärts. Ich habe nach einem Portal gesucht, aber es gibt keines. Ich habe mit Lewis Berechnungen die schwächste Stelle trianguliert, aber ich kann keinen Riss erzeugen, da mir dazu ein Amulett des Reisenden fehlt. Ach, das haben wir, was ein Zufall. Ich habe Brennbergs Warnung missachtet, aber hatte ich eine Wahl. Der Schatten hat die Kugel gespürt. Ich musste alles riskieren und durch das Portal gehen. Es gibt kein Wasser oder sonstige Nahrung. Ich werde nicht mehr lange leben. Wenn du, Leser, Reisender, aus welcher Welt du auch
kommen magst, wenn du verstehst und wenn du dazu in der Lage bist, mit jene von der menschlichen Welt, der Erde zu sprechen, dann lass sie Folgendes wissen. Ich war der Erste, der das Rätsel des Torabauer gelöst hat. Ich war der erste Mensch, der die Grenzen zwischen den Welten überschritten hat. Ich habe Professor Thurstons Aloysius Herbert aus Cambridge, England, war der Erste. Ich, Professor Blablabla, war der Erste. Okay. Möge Gott mich mir vergeben. Kannten wir ihn? Nein, oder? I suppose you are Professor Herbert. Sieht so aus. I wish I could have asked you what the hell was going on. In den Ruinen treiben sich die Schatten der Toten herum. Hier haben Menschen gelebt oder zumindest etwas Ähnliches. Vielleicht war es das letzte Ende doch Zensura oder Eden oder eine andere Hochburg der Menschheit. Aber was auch immer dieser Ort einmal war, jetzt ist er es nicht mehr. Das müssen die Erbauer des Tores gewesen sein. Aber aus welchem Gräuel könnten solche Zerstörungen verursachen? Aber welches Gräuel könnten solche Zerstörungen verursachen? Sicherlich kann doch nicht einmal der Schatten eine gesamte Welt vernichten. Keine Spur von einem Portal, aber auch, wenn ich eines finden werde, ich habe meine einzige Kugel an den Schatten verloren. Hier im Nebel ist noch etwas, ein Ding. Ich sehe helle Lichter, wenn es jagt und höre seine Schreie. Ich glaube, es ist nicht lebendig. Crazy. Ich würde halt sagen, wir müssen einen Riss suchen. Wir müssen uns auch schon mal merken, dass das Ding hier, also dass die Dinger hier Risse heißen. Wenn wir hier immer so gucken, wo gerade so Licht ist. Boah, so verrückt, ich sag's euch. Es lief gerade schon wieder ein bisschen schneller. Oh Gott, ich sehe wieder nichts. Müsste hier nicht eigentlich dieser Sturm ein bisschen niedriger sein? Ach nö, wir sind ja die ganze Zeit quasi draußen. Okay. Es ist gerade sehr, sehr schnell. Hier sehe ich auch gar nichts. Jetzt mal hier runter. Ach, das wollte ich gar nicht. Ich muss das mit C und Crouchen echt noch lernen. Ich habe keine Ahnung, ob das, was ich hier tue, halbwegs richtig ist. Okay, das wird wahrscheinlich der Riss sein. Komm ich auch nochmal zurück? Tatsächlich, aber das möchte ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber ganz ehrlich, an der Stelle würde ich dann, glaube ich, auch die Folge beenden. Okay, wir müssen uns merken, es ist immer gut. Oh, man könnte die kaputt machen. Wie praktisch. Kann ich die nochmal kaputt machen? Nein.
Ja, an der Stelle beende ich die Folge, weil, wie gesagt, das ist gerade schon ein bisschen sehr, sehr crazy. Und wir haben die Folgenlänge auch eigentlich schon erreicht. Ich wollte immer so bei 20 Minuten bleiben. Und ja, dann würde ich sagen, an der Stelle beende ich die Folge. Über eine Bewertung und einen Kommentar freue ich mich wie immer sehr. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann schauen wir mal, was uns in dieser Halle hier erwartet. Ist es überhaupt eine Halle? Nee, ist eigentlich schon wieder unterm freien Himmel. Ja, bis dahin.